sehr sofort wieder an. Wie fühlen Sie sich im Moment? Ja, ich habe mich relativ gut vorbereiten und hatte einen guten Winter gehabt. Darum fühle ich mich eigentlich recht gut. Sie haben vorher erwähnt, Sie haben auch etwas ganz Spezielles, was passiert ist im letzten Herbst für Sie und Ihre Familie. Ja, richtig. Ich bin zum ersten Mal Vater geworden im Herbst und habe darum relativ viel Zeit daheim verbracht. Ich war nur im Februar im Trainingslager und ja, die Vorbereitung war ein Stück weit anders als die Jahre vorher, aber sicherlich nicht schlechter. Wie fühlen Sie sich sonst und wie ist es gegangen, das Trainingslager? Ja, ich bin eigentlich fit und zuversichtlich für die kommende Saison. Ich konnte gut trainieren und es passt eigentlich bis jetzt. Was sind eure Objektive in den nächsten Monaten? Ja, das Ziel ist ganz klar der Weltcup und die Weltmeisterschaft in Chompery im eigenen Land. Letztes Jahr konnte ich dort brillieren und den Weltcup gewinnen und bin darum natürlich top motiviert für die WM. Was finden Sie, was haben Sie so gerne über die Strecke in Chompery? Ja, es ist eine relativ technische Strecke mit recht steilen Anstieg und das liegt mir eigentlich recht gut, darum ja, passt das für mich so. Also viel Spaß, merci vielmals. Danke.